Gut, Duft und Sinn also. Wenn ich kein Gedankengebäude aufbaue um die Bedeutung von Sinn, so geht es mir dann trotzdem darum, zwei Krücken, zwei Pole, zwei Eckpfeiler einzuschlagen, was Sinn bedeuten könnte. Eine Schneise könnte in die Richtung der Biologie deuten, beschäftigt sich mit den Sinnen, den Sinnesorganen, dem Tasten, dem Fühlen. Und es ist wohl die Wahrnehmung, die uns hier Eingang gewährt, um uns diesem Sinn zu nähern. Auf der anderen Seite könnte man eine Polarität aufmachen und sagen, Sinn, die Disziplin, die sich darum bemüht, vielleicht die Philosophie, wo es um Werte und Bedeutungen geht, Sinn, der sich für mich ergibt oder Sinn, der anderen dann mit zugänglich wird. Sinn hier nicht als Wahrnehmung, vielleicht als Verstehen, wie wir uns dem nähern. Zwischen diesen zwei Bereichen wird mein Vortrag auch oszillieren und ich werde immer wieder auf diese zwei Pole zurückkommen, ohne dass ich sie dann notwendigerweise in einem Gedankengebäude verknüpfen werde. Den Anspruch setze ich für mich nicht. Wenn wir jetzt überlegen, Duft und Sinn, wie wird Duft sinnfällig? Vielleicht schauen wir uns einfach die Funktionen an, die Duft in der Erdengeschichte bei Pflanzen, Menschen und Tiere eingenommen hat. Die sind nämlich unglaublich zahlreich und vielfältig. Kommunikation, also Duft als Kommunikationsmittel ist Ihnen im weitesten Sinne geläufig, aber lassen Sie uns das ein etwas einengen, sagen wir anlocken und abschrecken. Also das Anlocken eines Duftes ist, dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Denken Sie an Blüten, die mit ihren Farben oder ihren Düften die Insekten anlocken. Denken Sie an Tiere, die Paarungsbereitschaft signalisieren. Auch der Mensch strömt Düfte aus, die in diese Richtung weisen. Bis hin zum Duftmarketing, wo Düfte zu den Produkten locken sollen. Beim Abschrecken gibt es genauso viele Beispiele, die ich Ihnen bringen könnte. Spannend ist hier das Pflanzenreich. Also in unerwarteter Raffiniertheit können Pflanzen über Duft und mit Duft kommunizieren. Und sie setzen diese Waffe vielfältig ein. Mir sind Pflanzen bekannt, die in der Lage sind, wenn ein Fraßfeind sich der Blätter sozusagen nähert, dass diese Blätter einen Duft ausströmen, der nicht nur die Fraßfeinde abstößt, sondern der Duft ruft die Feinde der Fraßfeinde herbei. Also Pflanzen sind in der Lage, die Feinde der Feinde zu rufen zur eigenen Hilfe. Die Maispflanze beispielsweise ist in der Lage, wenn sie angeknabbert wird, den Stoff Indol auszusondern, ein Stoff, der in dem Jasmin auch vorhanden ist und ihm diese opulente Wirkung gibt. Die Insekten mögen den nicht besonders. Aber wozu ist der Mais in der Lage? Der Stoff aktiviert in der Nachbarpflanze das Ausströmen. Also ohne, dass das Blatt beschädigt wurde, riecht förmlich die Pflanze diese Ausscheidung und sorgt dafür, dass der nicht angenehme, für das Insekt nicht angenehme Geduft in großer Konzentration erscheint und so die Bedrohung wieder vertreibt. Ich könnte Ihnen unglaublich differenzierte, unglaubliche Geschichten aus dem Pflanzenreich hier bieten, wo es um Anlocken und Abschrecken geht. Das ist faszinierend zu lesen. Es gibt auch Bücher dazu, Pflanzenpalava fällt mir gerade ein, ist ein sehr berühmtes Buch, das hat sich sehr gut verkauft auch, das sich dieser Thematik annimmt. Kommunikationsfunktion, Schutzfunktion, Lockfunktion könnten wir sagen. Duft spielt aber auch eine große Rolle, wenn es um Krankheit und Gesundheit geht. Die Krankheit ist riechbar. Ärzte früherer Generationen haben diesen Sinn durchaus auch eingesetzt in ihren Diagnosen. Auch Angst ist riechbar. Hunde riechen Angst viel, viel schneller. Menschen sind dazu kaum in der Lage. Der Duft ist hier ein Signal auch. Die Ärzteschaft von heute, die vielfach einer Gerätemedizin anheimgestellt ist, verzichtet oft über das Antlitz des Menschen anzuschauen, den Kopf zu heben. Cortison, Operation, auf Wiedersehen. Nein,
man sieht den Gesichtern manchmal schon an, was sich abspielt. Und wir verlernen zusehends, nicht nur in der Ärzteschaft, auch sonst, diese Betrachtung oder auch den Geruch einzusetzen als ein präzises Instrument, der einem einen Weg weisen könnte. Die Wirkungen, die der Duft bei Menschen anrührt, sind vielfältig. Es heißt, gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen und es sind immer die ätherischen Öle oder meistens die ätherischen Öle, die dazu in der Lage sind. Sie können wirklich fast alles. Im psychischen Apparat, das ist Ihnen bekannt, angstlindernd, schlaffördernd, beruhigend, aber auch sie können die Stimmung heben, sie können uns Freude vermitteln. Wir können ins Körperliche gehen, antibakterielle, antivirale Wirkungen sind unglaublich stark. Dort, wo Krankenhauskeime, resistente Krankenhauskeime nicht mehr in der Lage sind, ein Bakterium zu bekämpfen, sind es ätherische Öle, die das sehr wohl können. Beispielsweise Thymianöl, Nelkenöl sind so stark, dass sie gegen diese Bakterien vorgehen können. Aber auch schleimverdünnende, blähungswidrige und. Also wirklich gegen jede Krankheit ist förmlich ein Kräutlein gewachsen. Das sind die Aromen und Duftstoffe, die das in unserem Leben bewirken können. Ich könnte Ihnen jetzt von verdorbenen und genussfähigen Lebensmitteln erzählen, vom Duft der Familienzugehörigkeit, der sich uns erschließt und. Das ist ein ganz weites Land, das sich hier auftut und sehr, sehr spannend. Nun, meine Pointe ist aber eine andere. Ich möchte Ihnen mit Verwunderung eigentlich zur Kenntnis bringen, wenn Sie es nicht wissen, so wichtig ist diese Funktion des Riechens und der Duftstoffe in unserem Leben und dieser Sinn ist in der Rückbildung begriffen in der Menschheitsgeschichte. Wir riechen immer schlechter und immer weniger. Wissenschaft konnte darlegen, dass die Neandertaler ein viel differenzierteres Geruchsvermögen hatten und mehr und differenzierter riechen konnten als die Menschheit heute. Die Wissenschaft geht davon aus, dass der aufrechte Gang und das Augenlicht das bewirkt haben, dass wir immer schlechter riechen. Die Frage ist nun aber, was kommt uns abhanden, wenn wir weniger riechen? Welches Erlebnis, welche sinnvollen Momente vielleicht kommen uns abhanden, wenn wir weniger riechen, nicht mehr so riechen, wie es einst für uns möglich war? Es ist vielleicht erhellend, diejenigen zu befragen, die nicht mehr riechen können, den Geruchssinn vielleicht verloren haben. Es gibt eine Krankheit, die nennt sich Anosmie, und die Menschen sind wirklich in der Lage, Duftstoffe mehr aufzunehmen. Es gibt einen Podcast, den habe ich mir wirklich von vorne bis hinten einverleibt, nennt sich Leben ohne Sinn. Die Journalistin Lauren Ramoser hat ihn gestaltet und porträtiert Menschen, denen Sinne abhanden gekommen sind. Menschen, die nicht mehr hören können, Menschen, die nicht mehr sehen, Menschen, die nicht mehr riechen können oder nie gerochen haben. Es ist nicht nur interessant, diesen Podcast zu verfolgen, sondern auch teilweise berührend zu hören, wie diesen Menschen etwas fehlt. Etwas Bedeutsames fehlt, etwas Wunderschönes fehlt. Ja. Und ich selber habe erkannt, wie unaufmerksam ich bin, was meine Nase, was der Geruch im Alltag nicht alles für mich erledigt. Einige Beispiele möchte ich Ihnen bringen. Diese Menschen können sich nicht riechen. Wenn man sich nicht riechen kann, hat man ständig Sorge, dass man unangenehm riecht. Eine der Damen, die hier interviewt wurde, hat eben berichtet davon, wie unendlich oft sie sich duscht am Tag, wie oft sie vorsichtshalber die Zähne putzt, immer wieder am Tag die Socken wechselt. Wenn sie vom Spaziergang kommt und die Schuhe schmutzig sind, in die WG stellt, fürchtet, dass vielleicht doch Hundekot an den Schuhen ist, was sie nicht riechen kann. Also sich nicht zu riechen und auf andere angewiesen zu sein, die einem dann sagen, du riechst nicht gut, ist eine unangenehme Situation, mit der diese Menschen eben leben müssen. Aber auch andere nicht riechen zu können, den geliebten Menschen, die Kinder, nicht riechen zu können, ist etwas, was diejenigen, die irgendwann riechen konnten, schmerzlich vermissen.
Gefahren nicht riechen zu können, wenn die Milch übergeht in der Küche, ist nicht wahrzunehmen, wenn man es nicht riechen kann. Oder sich ein Parfum zu kaufen. Wie kauft man sich ein Parfum, wenn man nie eins gerochen hat? Man will gut riechen, man weiß, dass ein Parfum dazu in der Lage ist. Wie wählt man aus? Das sind sehr interessante Wege, die dann dazu führen, dass man diesen oder jenen Duft wählt. Also die Verkäufer erzählen einem dann, ja, das riecht nach Zitrone. Ich weiß nicht, wie das riecht. Es ist frisch. Es ist wie ein Wind, der durch die Haare fegt im Frühling. So riecht das. Eine andere Dame in dem Podcast hat erzählt, dass sie aber lieber keine Parfums kauft. Sie hat nämlich Sorge, dass das Parfum nicht das vermittelt, wie sie sich fühlt oder wie sie ist. Sie verwendet deshalb keinen Duft. Aber last but not least, etwas, was Ihnen vielleicht gar nicht so bewusst ist, beim Schmecken ist der Geruchssinn unmittelbar beteiligt. Es gibt kein vollständiges Geschmackserlebnis, ohne dass der Riechapparat nicht beteiligt wäre. Und das sind nicht 10%, sondern das ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Menschen, die an Anosmie leiden, schmecken zwar sauer, bitter, süß, sie nehmen Texturen des Essens wahr, ob das zäh ist, ob das ein Brei ist, wie auch immer, aber die Nuancen von Kaffeebohnen, die Schattierungen von Wein sind völlig abwesend in dem Fall. Eine Dame schildert vielleicht dieses Beispiel noch, wie sie ein Lieblingsparfum hatte, als sie noch riechen konnte. Und sie kauft es seitdem immer noch und riecht es nicht. Und einmal hat sie sich auf die Hand gesprüht, gerochen und es war da. Und sie lief zu ihrem Mann und sagt, ich rieche. 10 Sekunden später war es weg. Es war eine Erinnerung. Die Erinnerung hat den Geruch für diese Dame wieder hervorgekramt. Sie hat geglaubt, er ist da. Er kam von woanders. Ich habe aus diesem Podcast auch eine Anekdote entnommen, die für mich eigentlich witzig ist. Es spricht nämlich eine Verkäuferin in einer Drogerie, die Parfums verkauft, die nie gerochen hat. Für mich als Kosmetikhersteller ist das natürlich undenkbar, dass ich meine Stoffe nicht rieche, die mir zur Verfügung stellen. Was ist jetzt also für mich als Parfümeur eine sinnvolle Formel, also das Geheimnis des Duftes, dieses Rezept, das geheime Rezept, wo sinnfällig wird, warum das gelungen ist? Ist es vielleicht ein Duft, der einen Wohlgeruch mit sich führt und nicht stinkt? Sind da keine Stinkstoffe drinnen? Ich möchte Sie damit in eine zu Begriffen führen und Ihnen zeigen, die Riechstoffe bestehen aus Duftstoffen und mein Vortrag heißt auch Duft und Sinn. Aber die Stinkstoffe gehören dazu. Sie gehören in einer Weise dazu, dass wir es eigentlich gar nicht wahrhaben wollen, aber sie sind ein Teil der angenehmen Duftwahrnehmung. Es herrschen hier gemischte Verhältnisse, möchte ich sagen. Sie würden den Jasmin nicht wiedererkennen, wenn der Stoff Indol fehlt. Ein Parfum ist umso attraktiver und anziehender, wenn Sie Nuancen von Stinkstoffen einbauen. Es ist deshalb vielleicht für Sie danach auch mittlerweile schlüssig zu sehen, dass es Käseliebhaber gibt. Es gibt Menschen, die länger in Umkleidekabinen bleiben als andere. Die Stinkstoffe sind durchaus anziehend und es gibt dann heiße Tage, wo das Testosteron unter dem Achselschweiß sozusagen seine Funktion erfüllt und als Wohlgeruch wahrgenommen wird von den einen oder den anderen. Das heißt, der Parfümeur muss bei den Wohlgerüchen durchaus auch den Gestank mit einbauen, damit das Parfum suggestiv ist. Nun, Duft und Sinn habe ich es genannt und nicht Geruch und Sinn. Was will ich damit sagen? Es ist am Ende doch der Wohlgeruch. Es ist doch die Schönheit am Duft, wo ich Sinn erfahre. Es ist dieses Angezogensein, Hingezogensein. Es ist diese Erfüllung, diese Sehnsucht, die aufgeht, wenn ein wunderbarer Geruch einen anmutet. Es ist aber auch als Parfümeur
das Arbeiten mit diesen herrlichen Naturstoffen. Das sind so komplexe Vielstoffgemische. Der Rosenduft ist bisher nur in 400, 500 Einzelteile zerlegt worden. Ja. Synthetische Düfte sind viel, viel flacher, bestehen aus viel, viel weniger Komponenten, die ich auch wahrnehme und sie deshalb nicht verwende. Aber einen Naturduft herzustellen, ist die höhere Kunst. Es ist schwieriger, es ist eine teurere Essenz. Aber die Komplexität dieses Duftes ist überwältigend. Ich habe gemeint zu Beginn, dass es mir auch um einen Appell geht. Wir sprechen häufig von Artensterben und Artenvielfalt, die wir beschützen wollen. Aber wer kümmert sich darum, dass unser Geruchssinn nach wie vor aktiv und differenziert bleibt? Wessen Angelegenheit ist das? Ist das ein Thema, das diskutiert wird in einer Öffentlichkeit? Wollen wir das? Wollen wir verkümmern, was unseren Geschmack und unseren Geruch anbelangt? Was passiert mit uns? Ich habe Ihnen versucht, einen Fächer aufzumachen dessen, wo Duft überall eine Rolle spielt. Und es ist unglaublich vielgestaltig, was hier getan wird. Wir riechen im Übrigen nicht nur mit der Nase. Geruchszellen finden sich in allen inneren Organen, in den Spermien, in der Haut. Wir riechen nicht nur hier. Das heißt, wer kümmert sich um unseren Geruchssinn? Ich möchte an Sie appellieren, geben Sie sich nicht zufrieden mit diesen synthetischen Geschmäckern von Erdbeere, die echte Erdbeere in ihrer Komplexität als minderwertig darstellen lässt an viele. Viele kennen das echte Erdbeeraroma dann nicht mehr im Joghurt, weil es verdeckt wurde von einem synthetischen Aroma. Wir verlieren hier eine Fähigkeit und einen Zugang, der für mich jedenfalls sinnstiftend ist in dieser Welt. Ja. Und last but not least, Sie wissen, was Psychiater in Depressionszeiten verordnen. Genusstraining. Sie appellieren daran, in der Enge der Depression, denken wir auch an Corona, wo auch der Geschmacks- und der Geruchssinn verschwunden ist, sich zu öffnen für diese Welt, für die Sinne und zu schmecken und zu riechen. Mit diesem Plädoyer für den Duft als sinnstiftende Erfahrung möchte ich an der Stelle schließen. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Wir haben ganz kurz noch Zeit, 6 Minuten, ein paar Fragen zu stellen. Wenn Sie keine haben, habe ich eine, aber ich schaue mal in die Runde. Wenn Sie eine Frage haben, merken Sie sich, Nummer 1, die Zahl, die ich Ihnen sage, damit man sie aufrufen kann. Hier vorne, wenn Sie nach vorne kommen mit dem Mikro, ganz in der ersten Reihe, wäre eine erste Frage. Ich hoffe, ich kann sie beantworten. Wir werden sehen. Wir improvisieren. Ich helfe Ihnen. Aber ich weiß nichts drüber. Bitte. Also ganz einfache Frage. Weshalb bildet sich der Geruchssinn zurück? Woran liegt es? Das würde mich interessieren. Und was können wir dagegen tun? Das Sehen dominiert die menschliche Wahrnehmung. Das Sehen gewinnt an Stärke. Und deshalb, sagt die Wissenschaft, entwickelt sich der Geruchssinn zurück. Aber das müsste doch eigentlich auch so sein, wenn das Sehen so dominant ist, dass sich auch das Hören zurückbildet. Könnte das sein? Könnte sein. Ich bin in dem, was das Hören anbelangt, nicht informiert. Mhm. Aber ich habe, also die Studien sind amerikanische Studienergebnisse, die das mit dem Sehen in Verbindung bringen. Ja? Also augenfällig, sinnfällig wird es doch. Denken Sie daran, Sie haben eine alte Milch und heutzutage gibt es Menschen, die können das Haltbarkeitsdatum der Milch nicht mehr erkennen und werfen sie weg, anstatt dran zu riechen oder zu schmecken. Es ist doch so. Wir können es sehen, wir können es riechen. Wir können es vielleicht nicht sehen, aber wir könnten es riechen. Weitere Fragen? Bitte sehr, 2, 3, ja. Drüben in der dritten Reihe, vierten Reihe. Danke. Eine kleine Anekdote und eine Frage. Mhm. Ich arbeite und betreue Patienten in einem Pflegeheim
und meine sehr innovativen Krankenschwestern wollten eine Duftprobe machen für unsere Klientinnen, die halt mit Corona in Kontakt gekommen sind, leider, und haben eine Duftbatterie sich selber zusammengestellt, wo wir gehofft haben, dass auch schwer demente Menschen reagieren. Und nach vielen Versuchen ist eine Viererbox zustande gekommen, Kaffee, Orangenöl, ein Duftöl. Das wird Ihnen nicht gefallen, 4711, weil Sie wollten Dufte haben, an die die Menschen sich erinnern, und Schnaps. Schnaps. Ja, ein Zwetschgener für unsere Männer. Hat wunderbar funktioniert und wir konnten wirklich beobachten, wie der Duft wieder kommt. Und ich finde es, ich habe es einfach toll gefunden, was Sie sich haben einfallen lassen. Meine Frage ist, ich kenne recht viele Menschen, darunter auch meine Mutter, die entweder durch ein Antibiotikum oder durch Covid ihr Riechempfinden verloren haben. Und die leiden dann in meiner Erfahrung fast mehr, wenn der Geruch wieder kommt, weil sie alle erzählen, dass sie anders riechen als früher. Wissen Sie dazu was? Ich kann in der Hinsicht nicht sehr viel beitragen, aber es ist mir bekannt, was Sie da schildern. Es kommt sogar zu starken Geruchsverzerrungen, dass das, was man geliebt hat und was eigentlich ganz besonders gut schmeckt, also unangenehmste Gerüche werden dann wahrgenommen. Das gibt sich aber mit der Zeit und bisher sind mir keine Fälle bekannt aus der Literatur, aus den Medien, wo bei Corona das sich nicht zurückgebildet hätte. Ich glaube, man muss auch noch ein bisschen Forschungszeit hier in den Raum stellen und abwarten, aber anders als bei anderen Sinnen bilden sich Riechzellen offenbar zurück und können sich regenerieren. Ich wäre hier optimistisch. Ich möchte an der Stelle nur eines noch einwerfen. Wir sprechen hier immer vom olfaktorischen Riechen, das wir im Nasenraum verorten. Der Mensch hat aber ein anderes Reservesystem für äußerste Notfälle noch. Das ist das trigeminale, die trigeminale Wahrnehmung über den Trigeminusnerv. Der ist deshalb, sage ich, die äußerste Reserve, weil über ihn sehr, sehr scharfe Gerüche nur noch wahrgenommen werden, wie Rauch oder Schwefel. Also dort, wo es um Gefahren geht beispielsweise und sehr ätzende Substanzen, könnte der Trigeminusnerv Ihnen noch einen Reiz vermitteln und tut es auch, wo im olfaktorischen System die Sinne ausgefallen sind. Das finde ich eine ganz tolle Anregung, speziell für Demenzkranke, wenn man sich überlegt, nicht? Also Sie riechen vielleicht den Duft der Freiheit, den Sie das letzte Mal in den 50er Jahren gerochen haben oder in den 60er Jahren, nicht? Der Duft der Freiheit oder den Duft der Liebe. Ja? Ja. Also das ist, ich glaube, das ist total anregend, nicht wieder in die eigene Lebendigkeit zurückzukommen, weil die Vergangenheit ja oft bei älteren Menschen viel lebendiger ist als die vergangenen Jahre, die jetzt. Das lässt sich physiologisch auch beschreiben, denn die Verbindung zum limbischen System, also zu dem Zentrum in unserem Gehirn, mein Nachredner wird hier viel Besseres und Genaueres berichten können, ist unmittelbar gegeben in dem Fall. Deshalb sind Düfte so in unserer mit Erinnerung verknüpft und Emotionen verknüpft. Das lässt sich physiologisch auch erklären. Wenn ich mit 4711 meine erste Freundin beeindruckt habe, dann ist das mein Duft. Ja, also auch wenn er heute nicht mehr zu riechen ist, nicht das, aber es bleibt mein Duft. Ich kann ihn übrigens natürlich nachbauen. Also das ist möglich, das kann ein guter Parfümeur, schafft das durchaus, auch mit Naturstoffen diesen Duft zu erzeugen, das geht. Ja. Hier vorne in der ersten Reihe war noch eine Frage. Und dann da vorne ist die letzte, das ist Nummer 5 dann. Ich möchte so gerne erzählen von der Gertrude Henzel. Vielleicht sind einige von Ihnen ja aus Wien oder können nach Wien fahren. Sie haben erwähnt Erdbeeren und Rosen, dass die Düfte, dass wir eigentlich, wie ich Sie verstanden habe, gar nicht wissen, welche Komponenten da letztlich alle drinnen enthalten sind. Und es gibt in Wien einen ganz kleinen Laden, den eine Frau führt, die ihren Geruchssinn verloren hat. Also mir ist das ein völliges Rätsel. Aber sie hat das... Sie hat einen Laden, wo sie ganz viele Wildkräuter und spezielle Sorten von Gemüsen und also Gemüsesorten und Obstsorten trocknet und zu Farbpulver, das heißt zu Gewürzen verarbeitet und zu Fruchtledern. Und ich, also jedes Mal, wenn ich dort bin, es ist einfach ein Universum an Düften, an Naturdüften. Das ist
einzigartig für mich. Ja. Und ich finde das so faszinierend, dass diesen Laden eine Frau entwickelt hat. Sie macht die Produkte auch selber, die selbst ihren Geruchssinn verloren hat. Also für mich ist da ein, also ja, also ich berührt find, einen. Das ist so berührend. Ja. Und ich danke Ihnen für die Wortmeldung auch deshalb, weil Sie genau dazu mit Ihrer Erzählung, mit diesen Geschichten berichten, ich sehe sie im Gesicht an, wie sie das freut, wie sie das berührt. Ja? Das können diese Düfte tun. Und wenn wir uns nicht öffnen dem gegenüber, wird es nicht stattfinden. Danke. Die letzte Frage drüben. Ich frage mich, ob die synthetischen Düfte nicht die olfaktorischen Rezeptoren irgendwie schädigen auch. Könnte das sein? Gibt es da was dazu? Ich würde so weit gehen zu sagen, die synthetischen Düfte sind nicht dafür bekannt, besonders gesund zu sein. Das darf ich auch so sagen. Mein Kenntnisstand reicht so weit, das sagen zu dürfen. Was die moderne Parfümeurskunst ist raffiniert. Es gibt Maschinen, die unglaubliche Duftmischungen mittlerweile computergesteuert zusammenbringen. Es gibt E-Nasen, also elektronische Nasen, die nicht zur Interpretation und zum Gefühl führen, aber die zumindest erkennen, was hier, welche Verhältnisse im Luftstrom dann vorherrschen. Die Heilsamkeit von Düften ist den synthetischen Düften aber in gewisser Weise fremd. Was aber in der modernen synthetischen Parfümeurskunst getan wird, es werden Duftstoffmoleküle verwendet, die eine Blockade in der Nase bei gewissen Rezeptoren induzieren. Es geht nämlich darum, dass gewisse Rezeptoren blockiert sind, damit andere umso deutlicher empfangen können. Also es wird damit gearbeitet in den modernen Parfums, dass Blockade-Instrumente eingesetzt werden, die von nicht ewiger Dauer, aber von kurzer Dauer sind, um einen gewissen Duft zu befördern. Wunderbar. Zum Abschluss noch ein Zitat, Sie kennen das möglicherweise. Ich würde sehr gerne den Hinweis geben, es gibt ja die Desinfektionsmittel, die es überall an den Sprühen gibt, und wir können hier unterscheiden. Draußen haben wir die von Wolfgang Lederhas, die wirklich einen angenehmen Duft haben und die einen mitnehmen in den Tag und die einen nicht beleidigen, wenn man das auf die Hände reibt, ja, sondern die einem einen wohltuenden Geruch mitgeben. Danke dafür. Dankeschön. Vielen Dank. Ein Zitat zum Abschluss noch, Patrick Süskind, das Parfum. Hunderttausende Düfte schienen nichts mehr wert vor diesem einen Duft. Dieser eine war das höhere Prinzip, nach dessen Vorbild sich die anderen ordnen mussten. Er war die reine Schönheit. Wolfgang Lederhas, vielen Dank. Danke Ihnen. Danke.